Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen an diesem Sonntag. Wir laden ganz herzlich ein, soweit es noch nicht geschehen ist, die Plätze einzunehmen. Und auch an diesem Sonntagmorgen wollen wir es so handhaben, dass wir uns eine ganz kurze Zeit der persönlichen Stille geben, bevor wir dann mit dem Vorspiel diesen Gottesdienst beginnen wollen.
Wir feiern diesen Gottesdienst an diesem ersten Adventssonntag im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit dieser bekannten Verheißung aus dem Propheten Sahaja ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Begrüße Sie recht herzlich, Sie, die Sie hier in unseren unterschiedlichen Räumlichkeiten der Lahö sich eingefunden haben. Und auch heute Morgen begrüßen wir ganz herzlich wieder die, die mit uns über den Livestream verbunden sind. Gott möge uns an diesem Adventssonntag ganz reich segnen. Ein ganz herzliches Willkommen geht heute Morgen an Pastor Manfred Müller, den Missionsleiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche, mit dem wir gemeinsam in den vergangenen Tagen hier die Tage der verfolgten Gemeinde hatten. Eine sehr intensive Zeit. Wir sind gemeinsam sehr, sehr dankbar für das, was wir miteinander erleben konnten, an Impulsvorträgen, an Gebetszeiten, an Einblicke in die unterschiedlichsten Länder, wo unsere Geschwister in ganz anderen Rahmenbedingungen als wir heute Morgen ihr Leben mit Jesus Christus zu leben haben. Und ich danke dir sehr herzlich mit deinem Team für diese Tage, die wir gehabt haben. Und wir danken dir heute Morgen, dass du uns mit in das Magnificat der Maria hineinnimmst und die Predigt halten wirst. Herzliches Dankeschön an euch. Was ist wichtig zu sagen, abgesehen von dieser Begrüßung? Nehmen wir diesen Sonntag einmal kurz ins Visier. Dann haben wir auch heute wieder nach dem Gottesdienst die Gelegenheit zu beten. Christen aus der Gemeinde werden hier vorne für Sie bereitstehen, dürfen gerne auf den einen anderen zugehen, Ihr Gebetsanliegen nennen und dann können wir betend, segnend gemeinsam vor unseren Gott treten. Was für ein Geschenk. Unsere Kaffee- und Teeabteilung ist bereit, Gruppenraum 1 und 2, Aula-Bereich, die Chance nach dem Gottesdienst. Und heute ist eine Kindersegnung, eine doppelte Kindersegnung geplant. Heute ist die Kindersegnung von Jakob und Juna Stegmeier im kleinen Saal um 11.45 Uhr. Wir laden herzlich ein, die Gemeinde daran teilzunehmen. Mittagessen für unsere Konferenz und Tagesgäste um 12.30 Uhr. Und damit ist dieser erste Adventssonntag ja gar nicht zu Ende, sondern wir haben ja heute unseren Gemeindenachmittag, unseren adventlichen Gemeindenachmittag ab 14.30 Uhr. Ganz herzliche Einladung. Wir wollen mit einem großen gemeinsamen Kaffeetrinken in den Speisesälen beginnen. Es gilt wieder, Sie sind herzlich eingeladen, Ihren Kuchen da mitzubringen fürs große Kuchenbuffet. Und dann freuen wir uns an dieser Gemeinschaft, die wir haben. Gerade in der Gebetszeit, die wir unten im Gottesdienst hatten, hat eine Person für diesen Gemeindenachmittag gebetet. In Erinnerung an die letzten paar Tage, wie viele Christen würden was darum geben, so einfach mal an einem Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr zusammenzukommen, um andere Christen zu sehen und ein Stück Gemeinschaft zu haben. Ganz herzliche Einladung heute Nachmittag. Danach freuen wir uns, um gemeinsam unseren Gott zu loben im Advent. Wir wollen neue Mitglieder aufnehmen in unserer Gemeinde. Klar, wir haben 23,5 Informationen für Sie und parallel auch ein Kinderprogramm. Und für alle die, die es tatsächlich nicht schaffen, auch an diesem Sonntag haben wir uns entschieden, dass wir das auch streamen, so circa ab 15.30 Uhr. Kann man mal gucken, ob wir dann schon auf Sendung sind. Die nächste Woche. Die nächste Woche ist wichtig für uns, der Dienstagmorgen ab 8 Uhr. Da suchen wir mich viele fleißige Hände, die uns helfen, die paar tausend ganz viele Kuverts zu füllen mit unserem Freundesbrief und allem, was dazugehört, damit rechtzeitig zum zweiten Advent ganz, ganz viele Menschen, die mit uns verbunden sind, auch unseren Freundesbrief in den Händen haben. Also vielleicht haben Sie da ein bisschen Zeit am Dienstagmorgen, dann sind Sie herzlich eingeladen, uns da zu helfen. Es gilt ja die alte Regel, je mehr da sind, desto schneller geht's. Und das ist gerade bei Kuverts wirklich spürbar erlebbar. Dann haben wir nachmittags um 16 Uhr unsere Mahlfeier, am Dienstagabend Jungenjungschar, Mittwochmorgen das Spatzennest und am Mittwochabend unsere Bibelstunde. Und durch eine erstaunliche Doppelung sind wir in einem ganz ähnlichen Themenfeld, nämlich wir haben am kommenden Mittwoch Mitarbeiter von Open Doors in unserer Mitte zum Thema Christenverfolgung im 21. Jahrhundert. Zum Thema aus Jakobus 1, Christsein in schwierigen Zeiten. Ganz herzliche Einladung zur Bibelstunde kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, hier im großen Saal. Dann haben wir Jungschar am Donnerstag, T-Group am Freitag, Iskia-Gebet, diesmal im Bibelheim Bethanien. Und am Samstag ist Herzschatz, unser Abendgottesdienst mit Lounge für unsere jungen Erwachsenen. Am kommenden Sonntag, zweiter Advent zum Thema Jesus kommt, Punkt. Und dazu haben wir den Text aus Lukas 21 uns vorgenommen. Davor wieder gemeinsames Gebet in Gruppenraum 3 um 9.40 Uhr.
Wenn wir über die nächste Woche hinausschauen, dann landen wir einmal beim Seniorenkreis am Dienstag, den 6.12. Nikolaus, kann man sich gut merken. Rainer Wörz wird dort dann den Seniorenkreis inhaltlich füllen mit dem Thema Advent im 118. Psalm. Herzliche Einladung. Dann haben wir ein Konzert, ein besonderes Konzert, auf das wir Sie gerne hinweisen wollen. An dem 10. Dezember diesen Jahres ist exakt der 80. Todestag von Jochen Klepper. Und wir freuen uns sehr auf ein besonderes Konzert mit Lesungen, mit Kunstausstellungen, mit Liedern von Jochen Klepper. Unter anderem wird Eddie Gaunt mitwirken und andere, die da mit dabei sind. Herzliche Einladung. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Punkt erwischt haben und tatsächlich mit in dieser kleinen Konzerttournee gelandet sind. Also der Flyer liegt entsprechend aus, dürfen Sie gerne dabei sein. Wir erinnern dran an unseren Weihnachtsweg am 3. Adventssonntag. Sie können gerne noch Ihre Tournee buchen und damit dabei sein und mit Kindern, mit Nachbarn, Freunden, Kollegen einen Weihnachtsweg durch die Lahö hier buchen. Die entsprechenden Flyer liegen aus, auch darauf weisen wir gerne hin. Und dann haben wir auch noch schon den Hinweis für ein weiteres Adventskonzert mit Bettina Alms. Auch dazu haben wir einen entsprechenden Flyer für Sie vorbereitet. Was ist noch wichtig? Wir haben auch die Gemeindemitteilung für Dezember. Vom November ist da nicht mehr so viel übrig. Also die Dezember-Gemeindemitteilung sind da mit all den Informationen, die Sie brauchen. Und ich denke, Sie haben schon gemerkt, hoffentlich haben Sie es weggetan, dass Sie zwei ganz wunderschöne, wichtige Prospekte vorgefunden haben. Und diese beiden ganz wichtigen Prospekte weisen schon ins kommende Jahr. Fangen wir mit Blau an. Blau ist das Programm unserer Winterkurzbibelschule. Wir freuen uns über die Referenten, die da ab Anfang Januar hier sprechen werden. Und wir laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen, Sie, die hier im großen und kleinen Saal sind. Und natürlich ist es auch für die sehr wichtig, die im Livestream mit uns verbunden sind. Gehen Sie auf unsere Homepage, da finden Sie all die Daten zu unserer Winterkurzbibelschule, zu diesen unterschiedlichen Abschnitten, die wir da vorbereitet haben. Und dann startet ja das neue Jahr bei uns immer ganz intensiv mit Frauenfreizeiten. Und wir haben in diesem Programm einfach mal alles zusammengefasst, was da in den ersten Monaten an Frauenfreizeiten auf der Lahö geplant ist. Also auch das wollen wir gerne Ihnen einladend mitgeben, allen Frauen. Und jetzt kommt das Entscheidende, warum wir das jetzt machen. Weil wir natürlich wissen, dass Sie noch keine Weihnachtsgeschenke haben. Ja, das heißt, natürlich können Sie das verschenken. Sie können Tagungen verschenken und Sie erlösen damit große Freude aus. Also, Gutscheine für eine Winterkerbe, für eine Frauenfreizeit, ihr lieben Männer, optimal. Und ihr habt ein richtig gutes Geschenk. Also deswegen dachten wir, der erste Adventssonntag als Werbeblock eignet sich absolut top. Gerne dürfen Sie es auch weitergeben, anderen mitgeben. Und wenn Sie es verlegen sollten, ist nicht schlimm. Mit dem Freundesbrief kriegen Sie es gerade wieder. Also von daher sind Sie dann gut ausgestattet. Dann haben wir eigentlich nur noch zu sagen, dass unser Immobilienbüro auch noch schwer in der Arbeit ist. Bis Ende November und Dezember, da wird gesucht, eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung in Langen, Steinbach, Keltern, Karlsruhe. Das ist so ein großer Radius, das müsste doch klappen, zu verkaufen. Dagegen eine Doppelhaushälfte in Weissach ist nicht unmittelbar nebenan, aber vielleicht für den geeignet, der bei Porsche anfangen will zu arbeiten. Also insofern, Immobilienbüro läuft und funktioniert. Es ist erster Advent und am ersten Advent wollen wir ebenfalls unseren Gott ganz bewusst loben und ihn ehren. Wir tun das mit Psalmen, wir tun das mit Liedern und heute wollen wir den Psalm für den ersten Advent gemeinsam beten, nämlich den 24. Und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Amen. Bahnt einen Weg unserem Gott. Thank you.
Wir hören auf Gottes Worte aus dem Lukas-Evangelium aus Kapitel 1. Und dort sind es die Verse 46 bis 55. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir aufstehen. Himmlischer Vater, im Namen Jesu, deines Sohnes, kommen wir an diesem Morgen hier zusammen und wollen dir zuallererst ganz herzlich für diese Gelegenheit und für diese Chance danken, ganz real hier zusammenzukommen. Wir sind durch die Erfahrungen und die Botschaften, die wir in den letzten Tagen hier in diesem Haus gehört und wahrgenommen haben von unseren verfolgten Geschwistern, neu wieder sensibilisiert worden für dieses Geschenk und Vorrecht, so miteinander auch an diesem Sonntagmorgen Gottesdienst feiern zu können. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass wir singen und beten können. Hab Dank, dass wir einander sehen können. Hab Dank, dass wir deine Worte in unserer Mitte haben. Hab herzlichen Dank dafür. Und wir preisen dich gerne und wir ehren dich gerne und wir besingen dich gerne, dich, unseren Gott und König und Herrn. Wir preisen dich darüber, über dem, was du bist, dass du der Große, der Heilige, der Allmächtige, der Einzige, dass du dir nicht zu schade warst, in diese Welt zu kommen, dass deine Liebe dich diesen Weg gewiesen hat und dass wir nicht alleine sind, dass du, Herr Jesus, hier zu uns gekommen bist und dass du in unserer Mitte bist und dass du heute in uns Wohnung genommen hast und hier lebst und dich hier auch an diesem Tag offenbarst in deiner Barmherzigkeit, deiner Weisheit, deiner Macht und deiner Treue. Wir beten dich an. Ja, und wir bitten dich auch an diesem Morgen für uns hier an diesem Ort, dass dein Geist mächtig wirkt. Segne du Manfred Müller in der Auslegung deines Wortes und gib deinem Wort einen guten Lauf. Und wir bitten dich natürlich an diesem Morgen ganz besonders für die, die weltweit an dich glauben und die in ganz anderen Umständen, Situationen an diesem Sonntag dir die Ehre geben. Bitte erbarm dich, stärke, bewahre, schütze unsere Schwestern und Brüder auch an diesem Tag. Danke, dass du der bist, der das getan hat und tun wird. Wir vertrauen dir. Wir bitten dich für die, die mit uns über den Livestream verbunden sind, in unterschiedlichsten Situationen, dass dein Wort in diesen Augenblicken bei ihnen ankommt und Kopf und Herz erreicht, wie auch hier bei uns. Wir bitten dich für unsere Kinder hier in diesem Haus, die in ihren Kindergottesdiensten sind. Und über all dem geben wir dir, dem gekommenen und wiederkommenden Herrn und Gott, die Ehre. Gelobt seist du, unser Heiland und unser Herr. Amen. Heiliger, dein König, Herr,
Wir haben in den vergangenen Tagen hier auf der Langen Steinbacher Höhe bewegende Tage der verfolgten Gemeinde erleben dürfen. Unter dem Thema unerschütterliche Hoffnung. Wer kann denn unerschütterliche Hoffnung haben in den Schwierigkeiten und Herausforderungen dieser Welt, erst recht in den Schwierigkeiten und Herausforderungen der Verfolgung? Darum ging es in den vergangenen Tagen. Und da kann man erleben bei einem Richard Wurmbrand, dass es 14 Tage durch die Nacht gehen kann und Gott kann doch das Blatt wenden. So hat es Hiob erlebt. Und auch in dem Predigttext heute Morgen, das Magnificat, der Lobgesang der Maria, berichtet ja von nichts weniger als von einer radikalen Zeitenwende. Ihr Lieben, Gott kann alles auf den Kopf stellen. Was, wenn ich euch heute Morgen einen Tipp geben könnte, wie euer Leben noch einmal ganz anders werden könnte? Ganz anders. Das lieben wir ja in den Filmen, wenn sich das so als Problemsituation verdichtet und auf einmal wendet sich das Blatt. Was, wenn das auch in deinem Leben geschenkt werden könnte? Bleiben wir bei den Filmen. Da ist es ja heute oft so, die Leute wollen ja diesen Abspann nicht sehen mit den ganzen Informationen. Und da waren wahrscheinlich die Artisten und Künstler beleidigt und irgendwas musste man tun. Und jetzt hat man am Ende dann noch so Filmsequenzen versteckt, die nochmal ganz spannend sind. Da haben dann allerdings viele schon abgeschaltet. Ich hoffe, ihr schaltet heute Morgen nicht ab. Wie gut, dass wir die Bibel haben mit den Berichten darüber, wie es ganz anders werden kann. Aber wir müssen dranbleiben. Ein Richard Wurmbrand musste dranbleiben, 14 Jahre Gefangenschaft. Hiob musste dranbleiben und dann hat er es doch erlebt. Und so geht es uns ja mit diesem Einstieg in die Adventszeit, dieses Magnificat der Maria. Magnificat, sie will Jesus groß machen, sie will Gott groß machen. Magnificare, groß machen. Megaluno, mega, groß, steht im Griechischen. Und das war schon erstaunlich. Ihr kennt euch ja aus hier auf der Langen Steinbacher Höhe mit der Bibel. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. 400 Jahre. Stellt euch mal vor, die Dordrechter Synode wäre das letzte gewesen, wo wir Gott hätten reden hören in Europa. Jetzt sagt ihr mit Recht, Dordrechter Synode, was ist das denn? Wann war das denn? Wo ist das gewesen in Dordrecht? 1618 und 19. Wir haben es ja fast vergessen. Ein wichtiges Datum der Reformation. 400 Jahre, nur dass wir es uns mal vorstellen können, hat Gott geschwiegen. Maleachi war der letzte Prophet und nun kommt Gabriel und spricht und Gott redet. Und Maria und Elisabeth und viele andere hören. Und das ist jetzt wichtig, dass wir Gott auch in unser persönliches Leben hineinsprechen lassen. Gott handelt ja auch heute. Gott handelt in der Welt bis in Ewigkeit. Hoffentlich habt ihr noch nicht abgeschaltet. Um diese Welt zu verstehen, um diese Zeit zu verstehen, brauchen wir ja die Perspektive, das große Narrativ der Bibel. Wo kommen wir her? Und dann wird uns erzählt, Gott hat am Anfang alles erschaffen. Er hat dich erschaffen, er hat mich erschaffen. Ja, aber dann verstehen wir die Welt ja immer noch nicht. Warum sieht es denn so aus in der Welt, wie es aussieht? Und dann sagt die Bibel, da war eine Schlange, da kam die Versuchung, da brach alles zusammen. Und in dieser Not und in diesem Elend stecken wir. Und dann ist es der alte Vater Jakob, der segnend über seinen Söhnen plötzlich ausruft, wir warten auf dein Heil. Und jetzt mit diesem Bericht und dann der Simeon vor dem Tempel, der dann später Jesus in den Arm nehmen darf, nun haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Das ist das Thema der Erlösung. Da freuen wir uns in diesen Advents- und Weihnachtstagen, dass wir das ganz neu erfassen können. Aber dann geht Marias Blick noch weiter. Ewigkeit, eine neue Schöpfung. Bei unserem Text stehen wir bei dem Thema der Erlösung. Woher kommt mir Hilfe? Das ist ja die Frage der Menschen um uns her. Durch alle Jahrhunderte war das die Frage. Und das mag sein, dass das heute Morgen bei vielen von uns auch die Frage ist. Und jetzt? Jetzt haben wir diese Ansage. Da kommt einer. Der Retter kommt in diese Welt. Der Erlöser, der Heiland.
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Hoffentlich habt ihr noch nicht abgeschaltet. Hoffentlich bleibt ihr dran, auch in der Geschichte eures Lebens. Hoffentlich lasst ihr Gott zum Zuge kommen. Das Beste kommt noch. Advent ist Erwartung. Und davon spricht unser Predigttext. Wie gesagt, Maria sagt hier nichts weniger an als eine Zeitenwende. Und was jetzt? Wie soll es weitergehen? Alles darf anders werden. Alles darf anders werden. Marias Worte sind auch ein Abgesang auf diese Welt, ein Abgesang auf die Mächte und Welten, ein Abgesang auf die Regierungen und Staaten. Nichts wird so sein wie früher. Ihr Lieben, das war ja schon zu Jeremias Zeiten die trügerische Hoffnung, die guten alten Tage, wenn wir doch erst wieder zurück sind. Und Jeremia sagt, nein, suchet der Stadt Bestes, richtet euch ein. Die Situation ist, wie sie ist. Ja, Gott wird ein Neues tun, aber die alte Zeit kommt nicht zurück, auch in Deutschland nicht. Und dann öffnet Maria ja schon fast ein wenig den Vorhang zu den Seligpreisungen. Lest nochmal heute im Laufe des Tages dieses Kapitel, Lukas 1, die Verse 46 folgende vor allem. Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das Beste kommt noch. Hoffentlich habt ihr in eurem Leben noch nicht abgeschaltet. Bleibt dran, Jesus kommt. Wenn wir in diese Weihnachtszeit hineingehen, was wollen wir da feiern? Das Fest der Liebe? Dass Jesus in die Welt gekommen ist? Das auch, aber vor allem doch, dass er kommt. Er kommt wieder. Das ist unsere Hoffnung. Nicht als Kind in der Krippe, nicht verborgen in Bethlehem, sondern mit Macht und Herrlichkeit. Unser Herr kommt. Und wenn er kommt, wird er alles wieder zurechtbringen. Und darum singt Maria, mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Und jetzt, ja jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Jetzt werden die Gewaltigen vom Thron gestoßen. Jetzt werden die Niedrigen erhoben. Was sich dann in Bethlehem ereignet, ja, das bleibt diesen Mächtigen und Einflussreichen verborgen. Selbst die Bewohner in diesem Dorf Bethlehem bekommen davon nichts mit. Nur die Hirten, die hören es. Euch ist heute der Heiland geboren. Aber auch den Hirten reicht diese Information alleine noch nicht. Die Hirten mussten sich aufmachen. Ihr Lieben, und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass wir uns in dieser Advents- und in dieser Weihnachtszeit, dass wir uns aufmachen, dass wir das Evangelium wirklich hören und dass wir uns aufmachen, Jesus zu suchen und ihm zu begegnen. Maria zeigt uns 5 Wahrheiten, die auch für uns heute wichtig sind. Die will sie groß machen. 5 Wahrheiten über den Glauben, die Maria uns groß machen möchte. Der Glaube bringt persönliche Veränderung. Das ist die erste Wahrheit. Der Glaube bringt persönliche Veränderung. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Das ist schon erstaunlich, was Maria hier sagt. Freude. Ja, darum geht es ja in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit. Und das wünsche ich euch, diese Freude. Aber was ist das für eine Freude? Es geht ja hier um eine ganz besondere Freude. Die Freude, die Maria hier beschreibt, die passt so gar nicht in unsere Zeit. Ich freue mich meines Gottes, meines Heilandes. Das können die Menschen um uns her doch gar nicht verstehen. Wie soll das gehen? Gott ist so fremd, so fern. Gibt es überhaupt einen Gott? Da liegen ja Welten zwischen uns und Maria. Ihr Lieben, an Gott kann sich nur freuen, wer ihn kennt. Wer keine Beziehung hat zu Gott, der kann sich auch nicht an ihm freuen. Maria singt voll Freude. Sie ist davon erfüllt.
Und jetzt stellt euch mal ihre Situation vor. Wie sah es denn aus? Ungewollt oder nicht ungewollt, sie hatte ja eingewilligt, aber plötzlich schwanger. Der Josef ging durch die Krise, er aber wollte sie heimlich verlassen. Die Reise nach Bethlehem, das war ja alles schwierig. Kopfzerbrechen, Sorgen, wie soll das alles gehen? Und in diesem ganzen Durcheinander freut sich Maria. Sie singt ihr Loblied. Das ist das, was sie fröhlich macht. Gott, ihr Heiland, das genügt ihr. Darf ich dich das heute Morgen am Beginn der Adventszeit mal ganz persönlich fragen? Kannst du, können wir so reden? Hat Gott unser Leben so ganz in seiner Hand? Sind wir so ganz bei ihm geborgen, dass wir trotz aller Schwierigkeiten um uns her, Inflation, Krieg, Energiekrise und was es alles sagen können, er ist mein Heiland, mein Retter, mein Soter, mein Helfer. Der haut mich raus, der ist bei mir, auf den kann ich mich verlassen. Ohne ihn geht nichts, aber wenn Jesus nur bei mir ist, mich begleitet auf Schritt und Tritt, dann komme ich klar. Er will mich führen, er will mich und dich segnen, er will, dass wir ihm vertrauen. Ich brauche mich nicht mehr zu sorgen. Mein Heiland, das ist die Weihnachtsfreude. Euch ist heute der Heiland geboren. Darum geht's. Dann der zweite Punkt. Der Glaube gründet sich auf Gottes Barmherzigkeit, Treue und Verheißung. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Barmherzigkeit, was für ein Begriff. Da können ja die größten Kathedralen leer bleiben, da können Bischöfe reden und machen, was sie wollen, und es geschieht doch nichts. Da kommt die weltliche Macht an ihr Ende, diese Welt sagt, sie braucht Gott nicht, und dann geht Gott doch seine Wege und erreicht die Niedrigen. Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Gott kann auch dein Leben und mein Leben, unser angefochtenes Leben, nehmen und segnen. Unsere Beschränkung, unsere kleine Kraft, das muss uns gar nicht stören. Da singen wir, wird es aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst. So wird er dich entbinden, da du es am mindesten gläubst. Und Maria hat Gott geglaubt. Und Maria wurde ein Werkzeug in seiner Hand. Das sagt ja Elisabeth. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Maria lässt Gottes Plan und Gottes Willen für sich gelten. Und das müssen wir auch tun. Darum geht's. Ich möchte lernen, ich denke da jetzt ganz persönlich an mich, weil das auch meine Schwierigkeit ist. Ich möchte lernen, mich nicht gegen die Schwierigkeiten und Umstände, die mir nicht gefallen, in meinem Leben immer nur aufzulehnen. Das soll anders werden, leichter werden, endlich mal ein paar Jahre nur geradeaus, nur leicht, ohne Schwierigkeiten. Sondern ich möchte in diesem, meinem schwierigen, brüchigen Leben das einfach erfahren, dass Gott führt, dass er mich segnet. Paulus darf das hören, lass dir an meiner Kraft genügen. Barmherzigkeit. Dieser Jesus, das ist doch der gute Hirte, der dieses verlorene Schaf sucht, der es sich auf die Schultern legt, der es trägt. Barmherzigkeit. Der barmherzige Samariter, der sich kümmert um die, die unter die Räuber gefallen sind. Er will uns heil machen. Er möchte uns zurechtbringen. Er will sich dir schenken. Die Mächtigen und Gewaltigen, die kriegen das nicht mit. Die Gemeinde Jesu, die ist ja oft ganz unscheinbar und unbedeutend. In China, die kleinen Hauskreise irgendwo, die sich im Verborgenen treffen. Oder in Indien, die armseligen Dorfgemeinden. Und doch tragen sie dieses Licht der Hoffnung, der unerschütterlichen Hoffnung in die dunkle Welt. Und in Deutschland sagen viele, ja, ich weiß gar nicht, was ihr mit eurem Jesus habt, was soll das denn? Ja, Maria weiß, was wir mit diesem Jesus haben. Mein Heiland,
mein Retter. Und das ist wichtig, dass wir das auch heute Morgen so sagen und beten können. Ein dritter Gedanke. Jetzt willst du gar nicht mehr weiter. Der Glaube weiß, es wird regiert. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Ihr Lieben, ja, Gott kann die ganze Welt auf den Kopf stellen. Gott sitzt im Regimente. Die Mächtigen dieser Welt sind nicht wichtig. Sie sind nur Randfiguren der Geschichte. Ein König oder ein Kaiser Augustus, ja klar, der kann noch einen Befehl erlassen und auch Maria muss dem folgen. Ein Pontius Pilatus kann etwas beschließen und Jesus wird gekreuzigt, der Heiland wird ans Kreuz gehängt. Die Mächtigen dieser Welt, davon lesen wir in der Zeitung, davon sehen wir im Fernsehen, hören davon im Internet. Wie kann Maria so etwas sagen? Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Wie kann ein junges Mädchen so etwas behaupten? Was weiß denn Maria schon von Politik und Kapital und Militär? Aber sie sagt es, weil sie es so erfahren hat. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Gott hat Maria erwählt. Er möchte mit ihr etwas erreichen. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Ihr Lieben, wenn Gott sein Reich baut durch einfache Menschen wie dich und mich, wenn er seine Heilsgeschichte so zum Ziel bringt, dann können Menschen toben und machen, was sie wollen. Da können die Mächtigen dieser Welt sich auf den Kopf stellen, da können sie wüten und doch kommt Gott zum Ziel durch alle Schwierigkeiten hindurch. Maria wusste das. Gott hält die Fäden in der Hand. Maria wusste, er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Die Heilsgeschichte hängt ja gar nicht ab von den Königen und Mächtigen dieser Welt. Gott baut sein Reich. Jesus sagt, und die Pforten der Hölle sollen es nicht überwinden. Es geschieht in einem Stall in Bethlehem und es zieht sich durch bis heute. Auch in diesem Jahr werden Hunderte und Aberhunderte von Millionen Christen weltweit Weihnachten feiern. Von den Mächtigen damals redet heute keiner mehr. Aber dieser Jesus-Name, der wird in die Welt hineingetragen. Der ehemalige Bundespräsident Heinemann hat es doch so gesagt: Die Mächtigen dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Die Sache Gottes braucht ja gar nicht die Unterstützung dieser Welt. Wir haben es in diesen zurückliegenden Tagen gehört: Die verfolgte Gemeinde braucht auch gar nicht Mitleid von uns. Nein, sie will uns Vorbild sein. Jasir Erik sagte, da mache ich mir keine Sorgen um die bedrängten Christen, da mache ich mir mehr Sorgen um uns hier in unserer Sattheit. Die Gemeinde Jesu braucht nicht die Unterstützung der Welt. Es ist doch egal, ob irgendein Politiker sich positiv oder negativ dazu äußert. Davon hängt die Heilsgeschichte nicht ab. Und auch wenn es jetzt bei uns in Deutschland etwas schwieriger wird, da brauchen wir uns doch keine Sorgen zu machen, wenn wir nur bei Jesus sind. Gott baut sein Reich allen Schwierigkeiten zum Trotz, auch trotz der Sorgen, die wir haben. Und er führt seine Gemeinde durch die Jahrhunderte. Jetzt müssen wir in diesen Adventstagen nur persönlich wissen, ob wir uns auch so führen lassen, wie Maria, so vertrauensvoll einwilligen. Der Heiland,
der möchte ja auch mit uns sein Reich bauen. Der möchte ja auch dich und mich mit auf seinen Weg nehmen. Er möchte ja jetzt auch bei uns Einzug halten. Dieser Retter, der die Sünden der Welt trägt. Nee, ganz funktioniert es noch nicht. Der die Sünden der Welt trägt, das ist ja sein Name, Jesus, weil er die Sünden der Welt trägt. Das ist das Evangelium. Da ist vielleicht besser, wir lassen es ganz aus. Ich weiß nicht, was du heute Morgen mitgebracht hast. In unserem Leben kann ja so vieles durcheinander gehen, da kann ja so vieles schwierig sein. Und da brauchen wir dieses Dennoch des Glaubens, dennoch bleibe ich stets an dir. Maria hatte gar keine andere Hoffnung als diesen Gott, ihren Heiland. Sie freut sich an ihm. Gott kann alles auf den Kopf stellen. Und ein vierter Gedanke, der Glaube hat ein Ziel. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Abraham, Mose, Hanna, David, ihr Lieben, jetzt reiht euch doch ein. Wir dürfen einfach uns hineinschreiben jetzt in diese Geschichte. Abraham wusste gar nicht, wohin es geht. Mose stand plötzlich vor dem Meer. Pihosheret, dieser Ort der Verzweiflung, das enge Tal, es wurde immer enger, vor ihm das Meer und hinter ihm die Ägypter. Und jetzt sagen wir denken, wir sind in einer ausweglosen Situation. Hanna, die betet, und Eli, der sie anschuldigt und sagt, gib doch den Wein von dir. David, der dem Goliath gegenübersteht. Du stehst doch in einer großen Reihe von Männern und Frauen, jung und alt, die nicht mehr aus und noch ein wussten. Die gefangen waren in den Sorgen und Schwierigkeiten ihres Lebens. Die nichts anderes hatten als den allmächtigen Gott, der eingreifen musste. Und Maria blickt zurück auf Abraham. Und jetzt sieht sie sich als Teil dieser großen Geschichte. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen. Alle Kindeskinder, denn er hat Großes an mir getan. Dieser Gott, er hat auch in dir und mir ein Werk angefangen. Und dieser Gott wird auch in unserem Leben das Werk zu Ende bringen, das gute Werk, das er begonnen hat. Weg und Mittel dazu hat er. Jetzt gilt es nur, dass wir auch den Sorgen gute Nacht geben und dass wir einwilligen, Herr, mir geschehe nach deinem Willen. Ein fünfter Gedanke. Der Glaube an Gott kann Menschen und ganze Gesellschaften verändern. Da denke ich an Geschwister in Vietnam. Die Situation der Gemeinde Jesu in Vietnam, eine einzige Katastrophe. Wir haben davon gehört, Ungerechtigkeit, Verletzung aller Menschenrechte, eingesperrte Pastoren, ein Willkürstaat, Korruption ohne Ende. Und mittendrin die kleine Gemeinde Jesu. Wie sieht es aus in Vietnam? Die Regierung, die mächtig ist, hat alles in der Hand und die armen Christen können gar nichts tun. Und doch baut Gott sein Reich. Es sind manchmal fast humorvolle Blätter der Missionsgeschichte, wenn man das mal erfährt. In Vietnam, da gibt es so ein entlegenes Volk, darüber haben wir gestern gehört, in den Bergen, im Hochland. Und die waren so ein bisschen schwer zu erreichen für die Propaganda der Regierung. Und dann war da ein Funktionär, der hatte eine glorreiche Idee. Und seine Idee war, wir müssen diesen Familien einfach ein Radio zur Verfügung stellen, dann können sie unseren Rundfunk einschalten und dann beschallen wir sie mit unserer Regierungspropaganda. Gesagt, getan. Die Volksempfänger wurden verteilt, die Familien dort in den Bergdörfern, die schwer erreichbar waren,
bekam so ein Radio und sofort begann die Indoktrination. Aber Gott hat ja andere Pläne. Und es gibt auf den Philippinen einen Missionssender, Far Eastern Broadcasting Corporation. Und einer dieser Hmong, so hießen diese Leute, das Volk, der hat das ein bisschen langweilig gefunden mit der Regierungspropaganda und hat dann mal geguckt, kann man da vielleicht auch was anderes hören. Und dann stieß er auf diesen Missionssender und kam durch diese Sendung zum Glauben an Jesus. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, der hat ja diese Frequenz nicht für sich behalten, sondern hat das weitergegeben und mehr Hmong haben reingehört. Und dann waren es nachher 100.000, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Mich bewegt das sehr, weil diese Gemeindebewegung inzwischen so groß ist, dass es in Hanoi ein offizielles, akzeptiertes theologisches Seminar gibt. Gestern haben wir von den Schwierigkeiten gehört, aber es gibt auch diese Segensspuren. Und ich durfte dabei sein, wie der erste Jahrgang, der dieses Seminar durchlaufen hat, als junge Pastoren in das Land entlassen wurden. Und ein Vertreter der Regierung, so bedeutend ist die Bewegung geworden, hat dort ein Grußwort gesagt. Ist ja auch eine Herausforderung als kommunistischer Funktionär bei einer Verabschiedung von Pastoren aus einem Bibelseminar, ein Grußwort zu sagen. Aber hat er gut gemacht. Er hat ein Wort aus den Sprüchen genommen und dann gesagt, irgendwas von der Weisheit und dass er diesen Leuten wünscht, dass sie weise und gute Staatsbürger sind und eben für Vietnam sich einsetzen. Gott baut seine Gemeinde. Allen Schwierigkeiten zum Trotz. Auch heute Morgen, das ist ja witzig, ich habe in der Technik gesagt, bitte diese Bilder mit den Gesichtern nicht im Stream zeigen, aber jetzt können wir sie alle nicht sehen. Aber Gott baut sein Reich in Kuba. Wenn man das erlebt, wie seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Kommunisten versuchen, Kirche zu zerstören. Und heute sind die Gemeinden auf Kuba voller denn je. Ich war in Havanna in einem theologischen Seminar, durfte dort eine Vorlesung halten und ich habe in die Augen dieser jungen Leute geguckt und dann habe ich gefragt, was wollt ihr denn machen? Und sie haben gesagt, wir wollen Jesus groß machen. Magnificat, Megaluno, das war ihre Berufung. Gott baut sein Reich. Und dann denken wir an unser Land. So viel Verhärtung, so viel Verschlossenheit. Aber da dürfen wir auch beten für unser Land. Herr, schenk noch einmal ein Hören auf dein Wort. Aber dann kommt Gott wieder zurück zu uns. Und dann sagt er uns, jetzt werdet doch solche wie Maria, die Jesus groß machen. Megaluno, Magnificat. Wovon reden wir, wovon schwärmen wir, aber wir wollen doch davon schwärmen. Wir haben in diesen Tagen das alte Lied gesungen, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dich loben vor allen Menschen. Ich werde das nie vergessen, kann ich auch nicht, weil das für mich so ein zweiter Geburtstag war. Am Ende meines Zivildienstes bin ich mit einem ganzen Auto voller Sachen von Stuttgart, da habe ich Zivildienst gemacht, zurück in meine Heimat aus Friesland gefahren. Und dann war ich schon fast zu Hause. Es war am 17. Juni 1988, ein total heißer Tag. Irgendwie war ich wohl dauerhaft zu schnell gefahren oder so. Jedenfalls hat sich plötzlich ein Reifenprofil vom Reifen gelöst. Das war ein Materialfehler. Der Reifenhersteller hat das nachher bezahlt. Da gibt es eine Rechnung auch von der Autobahn, dass man dann die Leitplanken bezahlen muss und so weiter. Haben die alles übernommen. Aber Auto war kaputt. Ich habe nicht mal einen Kratzer gehabt. Und ich werde das nie vergessen. Das war genau dieses Lied. Ich war ganz bedröbbelt, steig aus dem Auto aus, lauf da auf der Autobahn rum. Ich hatte Glück, da kam ein Mann von der Bundesbahn, die hatten so ein Blaulicht auch auf ihrem Wagen, der hat sich dann quergestellt, das war alles sicher. Und dann habe ich nur gesagt, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen. Ich habe dann mich hinterher gefragt, was die Polizei wohl gedacht hat, als sie kam. Aber so kann das sein, wenn wir Gott erfahren. Und das war ja, was es Maria geschenkt wurde, das, was Maria geschenkt wurde. Sie hatte Gott erfahren, ihr Herz war voll davon. Megaluno, Magnificat. Wovon wollen wir schwärmen? Wen wollen wir groß machen? Ihr Lieben, wir wollen doch nicht selber groß rauskommen. Wir wollen doch mit unserem Leben etwas sein dürfen zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ich komme zum Schluss. Das Beste kommt noch. Etwas steht ja noch aus.
die neue Schöpfung. Maria beschreibt das von Ferne. Wir haben über die Grundlagen des Glaubens gesprochen. Wir haben gefragt, haben wir diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Hast du diesen Glauben? Das ist ja ein verlässlicher Bericht. Lukas war Arzt, aber auch Historiker. Er hat über Fakten geschrieben. Jetzt sagen manche, naja gut, das mit der Jungfrauengeburt und so weiter. Wie soll das denn gehen? Ja, dann brauchen wir gar nicht erst anzufangen mit dem Glauben. Eine Jungfrauengeburt ist ja Pipifax gegenüber dem Universum und den Galaxien und alles von Gott geschaffen durch sein Wort. Aber das mit der Jungfrauengeburt ist natürlich auch theologisch irgendwo wichtig. Denn wenn Josef der Vater gewesen wäre, ja, dann kann doch nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut uns trösten und retten und helfen durch den Tod hindurch. Wie soll das denn gehen? Nein, nein. Der Lukas, der Arzt, es ist ein Arzt, der das hier uns schreibt, der hat das alles recherchiert. Aber er erwartet jetzt auch so ein bisschen Glauben von uns an dieses übernatürliche Eingreifen Gottes. Ihr Lieben, das System dieser Welt ist nicht geschlossen. Gott ist immer noch der souveräne Gott und er kann eingreifen und er greift ein. Und jetzt sind wir gefragt, entweder oder, wo wollen wir stehen? Maria hat diesen Lobgesang angestimmt auf ihren Gott, auf ihren Heiland. Welches Lied möchtest du anstimmen? Ich hatte zu Anfang gefragt, was wäre, wenn ich dir einen Tipp geben könnte, wie dein Leben noch einmal ganz anders werden könnte. Vielleicht hörst du ja noch zu. Vielleicht hast du ja noch nicht abgeschaltet. Ja, wie kann das denn gehen? Ich kann dir diesen Tipp geben, weil die Bibel uns diesen Tipp gibt in diesem Bericht, den wir gehört haben. Mach es wie Maria. Sage Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Übereigne dein zittriges, ängstliches Leben diesem ewigen, allmächtigen Gott. Mir geschehe nach deinem Willen. Gib die Herrschaft über dein Leben diesem Gott. Glaube ihm. Und dann gilt dieses Wort, das Elisabeth der Maria sagte, auch dir. Selig bist du, wenn du glaubst. Hören wir noch einmal die Wahrheiten des Glaubens, wie Maria sie beschreibt. Er zerstreut die, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Maria sieht hier zwei Wege. Hochmut und reiche Sattheit hat keine Verheißung. Aber wer demütig und hungrig kommt, den möchte der Herr mit seinen Gütern füllen. Wisst ihr, was Sattheit ist? Dann brauchen wir an Weihnachten den Baum und so ein bisschen Geschenke, aber mit den geistlichen Traditionen können wir nichts anfangen. Da muss man schon schmunzeln oder soll man weinen? In Berlin, da hat jetzt der Olaf Scholz vom Reichstag ein Weihnachtsbäumchen oder vom Bundeskanzleramt aufstellen lassen und es wird diskutiert, ob das nicht Energieverschwendung ist, aber immerhin darf das 4 Stunden oder so am Tag leuchten. Also von der Dessertkarte nehmen wir dann schon gerne diese Reliquien der Tradition, den Weihnachtsbaum, die Geschenke. Aber im gleichen Berlin, da möchte man nicht ertragen, dass am Schloss steht, in keinem anderen ist Heil. Und einmal werden sich alle Knie vor diesem Heiland beugen. Wisst ihr, das ist Sattheit. Wenn man so ein bisschen Tradition mitnehmen möchte, die Form, aber wenn man sich für den Inhalt so gar nicht mehr interessiert. Und wisst ihr, was Hunger ist? Das habe ich einmal in Burkina Faso erlebt, das erschüttert mich bis heute. Mein Freund und ich haben Mangos gegessen und alles abgenagt und die Kerne weggeworfen und dann haben sich Kinder drum geprügelt, wer das noch aufessen durfte. Haben wir noch geistlich Hunger? Maria sagt, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Mir geschehe nach deinem Willen. Ihr Lieben, Gott lässt niemanden, der zu ihm kommt, leer weggehen, außer den, der voll ist von sich selbst. Hochmut und Sattheit oder Demut und Hunger. Welchen Weg wollen wir gehen?
Und ich glaube, hier liegt auch das Geheimnis, warum die verfolgte Gemeinde die wachsende Gemeinde ist und warum bei uns, wie Winry Schäffbuch in diesen Tagen sagte, bei uns oft Schwindsucht ist. Warum? Weil unsere Sattheit uns im Wege steht. Die Verheißung gilt denen, die demütig sind und hungrig. Bist du hungrig? Bist du demütig? Bist du leer? Dann darfst du zu Jesus kommen und er möchte dich füllen, egal wie niedrig und schwach du dich fühlst. Ich lade uns ein, dass wir miteinander beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr, wir haben gehört, dass der Glaube Veränderung schenkt und das brauchen wir. Herr, so viel Hartherzigkeit in meinem Leben, so viel Unaufgeräumtes, bring du mich zurecht, bring du uns zurecht. Wir danken dir, Herr, für deine Barmherzigkeit, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben gibt für seine Schafe, dass du treu bist und dass wir auf deine Verheißung bauen dürfen. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du regierst, du kannst alles auf den Kopf stellen, du hast alles in der Hand. Danke, Herr, dass wir ein Ziel haben vor uns, die Ewigkeit. Danke, Herr, dass du Menschen und Gesellschaften verändern kannst, in Kuba, in Vietnam, auch bei uns, auch in meinem Leben. Ich brauche diese Veränderung. Herr, schenk mir diesen Glauben der Maria. Herr, mach auch in meinem Leben so, wie es deinem Ratschluss entspricht. Und dann rüste du uns aus, Herr, als deine Boten, dass wir unser eigenes Magnificat anstimmen, dass wir deinen Namen groß machen in dieser hoffnungslosen und dunklen Zeit, dass wir dein Reich bauen. Schenke uns diesen Glauben. Wir wollen das gleich beten, singen, aber jetzt dir schon sagen, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit, auch mich bescheint, dein heiliger Geist, mich führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Lass uns miteinander beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen unsere Plätze wieder einnehmen. Ich darf noch auf zwei, drei Sachen hinweisen auf dem Büchertisch. Wer gerne mitbeten möchte für Christen in schwierigen Situationen. Wir haben gerade noch zum ersten Advent jetzt auch das neue Gebetsheft für den Dezember schon dort auf dem Büchertisch. Dürft ihr euch das gerne mitnehmen. Wer regelmäßig diese Ermutigung der verfolgten Gemeinde mitverfolgen möchte und mitbeten möchte, darf mir so eine Postkarte ausfüllen. Da kann man seine Adresse eintragen. Da steckt ihr mir das zu. Dann schicken wir euch gerne diese Information. Darf auch noch auf ein Buch hinweisen. Zerbrechliche Gefäße. Das ist so eine Art Theologie der Verfolgung, was wir von der verfolgten Gemeinde lernen können, auch am Büchertisch, 9,90 Euro. Und dann noch eine Bitte, es liegen noch einige Prospekte für diese Tage der verfolgten Gemeinde. Wenn es euch gut getan hat, dann nehmt doch gerne einen mit, gebt es weiter oder erzählt mit diesem Beispiel einfach in eurer Gemeinde ein wenig davon. Und wer möchte, darf dann in 2 Jahren wieder dabei sein, Ende November. Am Ausgang haben wir die Möglichkeit, ein Projekt in Oberägypten zu unterstützen. Die Christen in Ägypten werden brutal unterdrückt. Es ist eine große Minderheit, oft in allerärmlichsten Verhältnissen. Wir haben da ein Projekt, wo wir 5.000 Kindern helfen können, sie ermutigen können, stärken können. Es gibt auch Nachmittagsunterricht. Dadurch lernen sie lesen. Es ist eine ganz bewegende Geschichte von einem jungen Mädchen, das jetzt in der Familie, weil sie eine Bibel bekommen hat, und weil sie lesen gelernt hat, der ganzen Familie aus der Schrift vorliest. Und die Familie sagt, sie ist uns zum Licht geworden in unserer Dunkelheit. Da dürft ihr gerne mithelfen draußen am Ausgang. Jetzt wollen wir miteinander singen.
Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Unser Gott hat alle Fäden in der Hand und er kann alles auf den Kopf stellen, auch in unserem Leben. Und das wünsche ich uns, dass wir das glauben und auch zurückgreifen auf das, was der Allmächtige für uns vorgesehen hat. Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.